lieber Sohn Gero ist schwul. Manchmal fällt der Ableben doch weit vom Stamm. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Hey, ich dachte, wir wollten tanzen. Vielleicht ein anderes Mal. Jetzt kann ich nicht. Ein anderes Mal kann ich vielleicht nicht. Scusate. Du wolltest mich provozieren, stimmt's? Das war wohl ein schlechter Witz. Über sowas mache ich keine Witze. Und du bist dir absolut sicher? So sicher, wie du ein Macho bist. Aber in meiner Familie hat es noch nie einen Schwulen gegeben. Na und? Dann bin ich eben der Erste. Nein. Wenn das wahr ist. Wenn das wirklich wahr ist, dann... Was dann? Ach, nichts. Jedenfalls kannst du in Zukunft dein Geld für nützlichere Dinge ausgeben. Mir brauchst du keine Abendbegleitung zu kaufen. Zumindest keine weibliche. Er hat mir eine Frau gekauft. Roberto hat was? Er hat mir eine Frau gekauft. Na, für einen Teddybär bist du auch wirklich schon zu alt. Ja, ganz im Gegenteil zu dir. Für dich wäre ein Teddy genau das Richtige. Also ich hätte zu gern gesehen, wie du diesem Obermacho gesagt hast, dass du schwul bist. Mitten in der Nachtbar, mit all den Damen. Direkt geschäftsschädigend. Das waren die Damen auch, so wie die aussahen. Hättest ihnen ja ein paar Schminktipps geben können. Komm, jetzt lass. Am besten du vergisst diesen Abend ganz schnell. Es war alles ein bisschen viel für dich. Erst die Sache mit Lukas und dann diese dumme Idee deines Vaters. Also so dumm finde ich die Idee gar nicht. Ich hätte nichts dagegen, wenn Roberto mir mal ein paar heiße Typen besorgen würde. Du musst ihm nur sagen, dass du lesbisch bist. Dann kater er gleich mindestens 100 Typen an, um dich zu bekehren. Setz dich doch. Oder willst du im Stehen essen? Nein, natürlich nicht. Danke. Und? Worum geht's? Na, also ich bin gekommen, weil ich mit dir über Gero reden wollte. Ach, du willst dich an seinen Studienkosten beteiligen? Nein, es geht um was anderes. Gero, also dein Sohn, unser Sohn, ist... nun ja, wir werden von ihm keine Enkelkinder kriegen. Ach, du meinst, er kann nicht schwanger werden? Sehr witzig. Es geht um was anderes. Gero, er hat mir erzählt, er ist eben... Schwul. Gero ist schwul. Willst du das sagen? Du weißt es? Entschuldige bitte, ich bin seine Mutter. Wir leben unter einem Dach. Da werde ich doch wohl wissen, was mit ihm los ist. Siehst du? Und genau darin liegt die Ursache seiner Störung. Nun setz dich hin, mach kein Theater. Gero ist nur deshalb so geworden, weil er immer nur mit dir zusammen war. Ich verstehe. Seine Liebe zu Männern hat er bei mir abgeguckt. Kannst du mich nicht begreifen oder willst du mich nicht begreifen? Geros Homosexualität ist der Ausdruck seines latenten Wunsches nach Vaterliebe. Wo hast du das gelesen? Ich war selbst sprachlos, als er mir das gesagt hat. Aber ich hatte darüber nachgedacht. Ich bin mir sicher, diese Störung lässt sich beheben. Ich verspreche dir, ich werde aus Gero einen richtigen Mann machen. Ich habe das Gefühl, du redest noch mehr Schwachsinn als früher. Du hast vielleicht Vorstellungen. Tauchst nach Jahren hier auf und willst den Wunderheiler spielen. Ich will Gero helfen. Was ist daran so falsch? Schwulsein ist keine Krankheit. Gero ist gesund, er ist glücklich, wenn er nicht gerade Liebeskummer hat. Bei uns in Italien ist ein Mann nur dann glücklich, wenn er mehr eroberte Frauenslips besitzt als gekaufte Unterhosen. Und was ist er, wenn er den nicht hat? Dann wird er ein katholischer Priester oder geht als Bruder in ein Kloster. Gero in einem Männerkloster. Würde ihm bestimmt gefallen. Warum wollt ihr mich nicht verstehen? Gero braucht Hilfe. Hilfe seines Vaters. Warum denn? Schwul sein und sich outen ist doch heutzutage irgendwie in. Ich glaube kaum, dass Gero von dieser Idee begeistert sein wird. Was soll das heißen? Dass du zu spät kommst, um den lieben Papa zu spielen. Aber Gero ist immerhin mein kleiner Bambino. Ja, deine kleine schwule Bambino. Aber ich verspreche es. Ich schaffe das. Ich werde aus ihm einen normalen Mann machen. Du bist und bleibst ein verbohrter Dummkopf. Wieso bist du eigentlich nicht auf der Eröffnung von Jans Studio? Ich habe keine Aushilfe bekommen. Oh, guck mal. Eine runde Keuschheitsgürtel für alles, was im Rock trägt. Supermacho Robert. Guten Tag. Hast du einen Moment Zeit? Oh, für so einen tollen Vater muss ein Sohn Zeit haben. Tut mir leid wegen gestern Abend, aber glaub mir, es war für mich ein Riesenschock, als du gesagt hast. Was denkst du, wie es für mich war? Mein Vater bezahlt meine Frau.
Ich hab's ja nur gut gemeint. Ich konnte ja nicht wissen, dass dein Liebeskummer mit einem Mann zu tun hat. Mann oder Frau, das ist egal. Du hättest mich vorher fragen müssen. Ich hab doch gesagt, es tut mir leid. Und? Ist alles, was du mir sagen wolltest? Nein, ich... Ich wollte eigentlich wissen, ob du wirklich noch nie mit deinem Mann was zu tun hast. Hast du denn schon mal mit einem Mann? Madonna mia, natürlich nicht. Hast du nun oder hast du nicht? Ich war sogar mal mit einer der schönsten Frauen Düsseldorfs verlobt. Und? Wie hast du dich gefühlt, dass du mit dieser Frau verlobt warst? Och, im Großen und Ganzen ganz gut. Na also, wer sagst denn? Komm, lass uns noch mal versuchen. Das mit deiner Homosexualität ist nur eine Phase. Ich kenne da ein paar nette Mädels, mit denen willst du dich bestimmt... Wird er schon wieder mit mir ausgehen? Ja, wieso nicht? Stimmt. Wieso eigentlich nicht? Heißt das, du kommst mit? Natürlich. Aber diesmal suche ich das Lokal aus. Meinetwegen. Gero, mio figlio, du wirst mich zum glücklichsten Vater der Welt machen. Und du wirst sehen, du wirst einen Riesenspaß haben. Bestimmt mehr als du. Was soll das heißen? Ich schlage vor, wir gehen in so eine richtig tuntige, durch und durch verschwulte Schwulenbar. Ohne mich. Dann nicht. Musst du eben mit deinen netten Mädels wieder alleine fertig werden.